Ja, Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Infamous First Light. Ja, wir sind hier im Kampftraining sozusagen von, oder der Kampfherausforderung von Augustin stehen geblieben und werden jetzt erstmal ins Pausenmenü wechseln. Sie haben die Beta-Arena Überlebensmission freigeschaltet. Juhu! Jede Arena bietet neue Herausforderungen, um Fertigkeitenpunkte zu gewinnen. Ja, okay, cool. Ja, das liegt daran, dass ich... Sehr gut, Miss Walker. Beeindrucke mich weiter so, dann lasse ich dich arbeiten. Setz dich hin. Du hast erzählt, wie Shane dich betrogen hat. Die Akulas waren aus dem Weg und Shane nahm den Polizeichef ins Visier. Er hoffte, ihn zu einem Deal zwingen zu können. Wenn ich ihm helfen und brav alles tun würde, was er sagt, versprach er, Brent freizulassen. Ich wusste, das war gelogen. Und da stündlich mehr DUPs auftauchten, brauchte ich einen Plan B. Okay, ein Plan B. Haben wir nicht hier irgendwo direkt so einen Teil? Habe ein Problem? Die DUPs haben jede Menge meiner Männer einkassiert. Wenn das so weitergeht, gehe ich mitarbeitertechnisch bald auf dem Zahnfleisch. Dann habe ich vielleicht niemanden mehr, der auf deinen Bruder aufpasst. Sorge für seine Sicherheit. Also ich würde deinen Jungs ja gern beibringen, sich nicht von DUP schnappen zu lassen. Jetzt werd ihr nicht frech. Diese Typen sind nur wegen dir und deinem verdammten Laserscheiß hinter mir her. Alter, ruhig, ich regle das. Ich jage die Bude hoch, das lockt bestimmt ein paar DUPs von der Straße und verschafft mir mehr Raum. Na gut, aber vergiss meine Jungs nicht. Keine Sorge, Boss. Hä? War ja nicht gerade noch so ein Leuchtteil obendrauf? Ja, dann habe ich wahrscheinlich Halluzinationen. Ja, und da oben kommen wir auch nicht dran. Na, schon wieder die DOP-Penner hier. So, wo müssen wir denn hin? Mal gucken, mal gucken. Ach so, hier ist ja direkt in der Nähe. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal noch ein paar Nebenquests. Obwohl, nee, komm, wir machen direkt weiter. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, fickt euch. Alter, wie viel die aushalten. Okay, komm, wir machen direkt weiter. So, ich nehme ja direkt ein bisschen mehr auf, damit ich euch auch mehr zeigen kann. Okay, DUPs. Heute stürme ich euer Haus. Mal sehen, wie euch das gefällt. Befreien Sie Shanes Rowdies vor den Händen des DUP. Und warum sage ich Rowdies? Rowdies natürlich. Mann, bauen die Typen schnell. Oh ja, der ist ja damals auch schon aufgefallen. Also Leute, nicht wundern, ich bin total der Infamous Fan. Wow. Oh Scheiße, ich werde sterben, ich werde sterben. Etwas zu viel hier für mich. Danke, Diopia.
Die Mädchen in meiner Grundschule waren tougher als ihr. Naja, sag das mal nicht so laut. Na komm her. Obwohl, die haben ja wirklich nichts drauf, ne? Na, und ich sag's auch noch. Weg hier. Von wegen, die haben nichts drauf. Die hauen uns hier in Stücke. Ah, cool, da ergibt sich einer. Sehr geil. Da oben haben wir einen Scharfschützen. Nur wo ist der Typ? Ach Mann, kommt schon. Nein! Ah! Ah, Neon, Neon, Neon. Komm schon. Sehr schön. Scheiße, wo ist der Typ? So, jetzt muss ich nur diesen Commander oder was es hier ist töten. Da bist du ja. Haben wir dich doch. So Leute, dann kommt mal raus hier. Ihr Loser dürft jetzt gehen. Ja, ganz genau, Loser. Kann ich Fetch nur recht geben? Och nö. Oh Mist, die werden immer größer. Scheiße. So, ist mir egal, ob die sich ergeben. Die, gehören weggesperrt, sozusagen. Die müssen direkt ermordet werden, die kriegen keine zweite Chance. Und ja, hier haben wir schon den nächsten. Okay, Baby Shanes, rennt so schnell ihr könnt. Okay, Mr. Boss, deine Schläger sind wieder in freier Wildbahn. Ah, du bist so eine gute und treue kleine Dienerin. Dafür verdienst du eine Belohnung. Brent? Wo hält er dich fest? Keine Ahnung, aber vergiss mich. Verlass die Stadt, bevor das DUP dich schnappt. Weißt du, Süße, wenn du loyal bist, kriegst du ein bisschen Brent. Aber mach mich sauer und ich nehme dir ein bisschen Brent weg. Vielleicht ein Ohr oder ein Zahn. Die Dame entscheidet. Mission abgeschlossen. Conduit-Konsequenzen. Na super. Was für ein fieser kleiner schleimiger Penner. Shane soll seinen Bruder haben. Tut mir leid, aber ich kenne ihn. Er lässt Brent niemals gehen. Nicht, wenn du etwas hast, das er will. Sprichst du da aus Erfahrung? Hör zu. Ich will dir helfen, aber das muss unter uns bleiben, okay? Geh in die Mitte vom Science Center. Da erkläre ich es dir. Okay. So, bevor wir jetzt aber weitermachen, will ich mal wieder ein Graffiti machen, um zu sehen, Ach so, ich dachte gerade, ich hätte das Zeichen auf dem Plakat wiedererkannt.
So von wegen Werbungsklau und so, ne? Aha. So, Neon Graffiti, ich komme. Nein. Sieh auf uns hinab und leuchte uns den Weg. Oh mein Gott! Alter, wie geil, ey. So, ja, gut. Dann wollen wir mal, da hinten wieder hinsprinten. Und noch ein Graffiti, komm schon. Ich stehe auf die Dinger. Das hier ist für dich, Brent. Alter, sieht das cool aus. Mann. Okay, jetzt müssen wir aber weiter. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit irgendwelche Nebenquests machen, ne? Wir wollen ja auch... Ich will euch ja auch ein bisschen in der Hauptstory weiter zeigen. So, da wären wir. Überwachungsausfall. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Okay, gut. Jenny, bist du hier? Was gibt's? Ich spiele dir ein Programm auf dein Handy. Siehst du die Wireless-Video-App? Probier sie aus. Okay, sehen Sie durch... Ah, scheiße, zu spät gelesen. Der Live-Feed einer Polizeidrohne in der Nähe. Shane hat bald totalen Zugriff auf diese Dinger. Er besticht ständig neue Cops. Und? Und wenn du deinen Bruder suchen willst, ohne dass Shane dich verfolgt, solltest du lieber diese Drohnen finden und zerstören. Warum hilfst du mir? Weil wir beide zusehen mussten, wie der Menschenhändler das Mädchen geschnappt hat. Ich stecke in Shanes Welt fest, aber du musst das nicht. Okay. Ich hoffe, die war teuer. War sie. Im Ernst, die kosten 90.000 pro Stück. Und es gibt noch eine an der Ecke, Spruce und Dritte. Spüren Sie die zweite Polizeidrohne auf, okay. Cool. Dann wollen wir den Bullen hier mal die teuren Sachen zerstören. Ja, ganz genau. Hauen wir sie weg. Und da ist er auch schon. Cool. Ah, eine Kopfpinata. Okay. Die Polizei hat gerade noch eine in Betrieb genommen. Sie bewegt sich schneller als die anderen. Wird also auch nicht so leicht zu erwischen sein. Schnell habe ich drauf. Darin bin ich ein Ass. Oh Mann, wie einfach, wie geil das einfach ist, mit Fetch hier durch die Gegend zu sausen.
Naja, okay, ich meine, vom Charakterdesign ist der liebe Delson schon etwas besser, finde ich, aber ja, die Neon-Fähigkeit ist eben einfach viel geiler. Also, ohne Scheiß. Also, die Videofähigkeit habe ich in Famous Second Son nicht bekommen, weil ich bis dahin nicht gezockt habe. Ich hatte das Spiel ausgeliehen und ja, ich freue mich natürlich auch auf das Let's Play von Second Son mit euch, wenn ihr Bock habt. Hi Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht so gut gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da. Ist nicht schlimm, kann ich gut mit leben. Ja, wenn ihr Bock habt, schreibt einen Kommentar. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Ja Leute, ihr wisst, wie es läuft. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, bis zur nächsten Folge. Haut rein.